Moin liebe Ilos, mein Name ist Simon und wie ihr sehen könnt, ich befinde mich hier beim Utkik und bei mir ist Mike Böse, Veranstalter des Grüne Wiesen Open Airs. Mike, die Vorfreude steigt, aber sag mal ganz kurz, was ist eigentlich der Unterschied zu den Picknickkonzerten aus den letzten beiden Jahren? Ja, also wir brauchten ja einen würdigen Nachfolger der Picknickkonzerte, die ja zu der Zeit Corona-bedingt sehr erfolgreich stattgefunden haben. Und jetzt haben wir gedacht, okay, die Corona-Regeln haben sich zum Glück gelockert und jetzt machen wir richtige Stehplatzkonzerte, damit die Leute auch richtig tanzen, richtig feiern können, sich richtig bewegen können. Natürlich hatte das einen Charme, die Picknickkonzerte, aber ich glaube, im Endeffekt ist dann doch sowohl den Künstlern, muss man ganz klar sagen, als auch den Gästen, glaube ich, auf Dauer auch ja, ein schöneres Erlebnis, wenn sie sich doch frei bewegen können und auch in Gruppen mehr feiern können. Und das sind jetzt tatsächlich zwei richtige, ja, Stehplatz Open Airs über den ganzen Tag verteilt mit mehreren kleinen Einzelkonzerten, sodass man dann auch wirklich eine größere Abwechslung garantiert hat, weil wir auch mehrere Bands an einem Tag haben. Wann geht's genau los und kannst du schon ein bisschen was zu den Künstlern sagen? Ja klar, also es ist ja am 13. und 14. August, am Samstag und Sonntag. Die Künstler stehen ja soweit fest. Am Samstag haben wir jetzt dazu uns entschieden, so ein bisschen Hip-Hop-lastiger zu sein. Da ist Kool Savage der große Name, der sicherlich ja jedem bekannt ist aus der Szene. Und dazu haben wir jetzt mit Tilo ja noch so einen absoluten super Durchstarter mit drei Nummer 1 jetzt hintereinander. Also haben da schon echt zwei große Künstler am Start. Natürlich auch viele weitere tolle, aber die beiden stechen natürlich ein bisschen heraus. Und am Sonntag ist dann quasi so eine Art ja, Familien-Pop-Konzert-Tag. Da dürfen ja sogar Kinder mitkommen. Da haben wir dann wirklich, das haben wir auch während der Picknickkonzerte oft gemacht, wirklich bekannte Popkünstler zusammengestellt. Einer meiner persönlichen Lieblingskünstler ist dabei, Lace Aldean, den wollte ich schon immer mal selber veranstalten. Und dazu eine Band wie Glasperlenspiel oder Madeleine Jonot. Also schon ja, viele Künstler, die man im Popbereich kennt, Radiomusik halt. Auch Kamrat, der dabei ist, hat ja auch mit I Believe einen riesen Radio-Hit gehabt. Also das wird ein kommerzielles Pop-Festival über den ganzen Tag verteilt für Jung und Alt. Wie ist das mit Tickets? Wann komme ich daran und wie komme ich daran? Ja, der Ticketvorverkauf läuft ja schon seit 4 Wochen und läuft extrem gut. Wir sind da sehr, sehr dankbar, dass die Leute das Format wieder annehmen. Und ja, es sind schon ein Großteil der Tickets verkauft. Da sind wir sehr froh drüber. Es gibt noch Tickets bei der LZO am Schlossplatz in Oldenburg. Und zusätzlich gibt es noch online unter www.ticketticker.de noch Tickets. Wie ist das mit Corona? Muss da irgendwas noch beachtet werden, wenn ich kommen will? Naja, wir werden natürlich dafür sorgen, dass Hygienespender überall ist, dass auf Toilettensauberkeit herrscht und auch, ja, aktuell sieht es ja aus, dass keine Einschränkungen sind. Man weiß ja nie, was wieder in 4 Wochen passiert, aber wir sind da sehr optimistisch, gerade weil es im Sommer ja immer ein bisschen entspannter ist, dass wir dort eigentlich keine Corona-Einschränkungen haben werden. Mike, vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, das Wetter wird so wie jetzt und dann freue ich mich auf ein tolles Open Air. Ja, wir freuen uns auch mega und ja, ich bin gespannt, was wird.